Hier sind die beleuchteten Brüder und wir wagen uns dorthin, wo wir uns gruseln sollen. Wo Pong schon mal kurz war und sich so sehr gegruselt hat, dass er es nicht mehr weiterspielen konnte, mochte. Schwieriger bedeutet das schwieriger als komparativ oder schwieriger Schwierigkeitsgrad? Ja. Normal? Wie du magst. Ist normal der normal oder ist normal einfach? Wie wärst du mit Wahnsinn? Wenn ich mich schon gruseln soll, dann will ich das wenigstens leicht haben. Schwere Gewalt. Wir wünschen dir viel Spaß mit unserer Sex, mit unseren sexuellen Inhalten und unseren Kraftausdrücken. Miles Upshur ist ein Enthüllungsjournalist, ein Exhibitionist. Es ist egal, oder? Naja, ich bin in einer Nervenhalle entstanden. Ja, du bist halt ein Journalist, du bist kein Held. Okay. Und du hast halt keine. Und ich soll so lange wie möglich am Leben bleiben. Ich bin kein Kämpfer. Okay, ich muss weglaufen und mich verstecken. Ja. Ich glaube, das kann ich ganz gut. Neue gespeicherte Dateien. Ja. Du hast es schon mal kurz angespielt und fandest es gruselig. Ich mag keine gruseligen Spiele, ich grusel mich nicht gerne. Okay. Ich habe wenig Freude daran und finde es eigentlich nur schlimm. Okay. Aber es ist ja auf YouTube angesagt, dass alle coolen Let's Player sich gruseln sollen. Ist das so? Mhm. Jeder hat so seine Horrorkategorie. Ich spiele gruselige Spiele und dabei habe ich Angst und dann schreie ich, wenn ich mich erschrecke. Und dann finden das Leute offenbar gut. Mal gucken, ob es bei uns auch funktioniert. Das ist die Nervenheilanstalt. Mhm. Schick, oder? Ja. Jetzt habe ich kein Signal mehr. Aber kam gerade der interessante Teil. Mount Massive Asylum. Brennt das da, wo es nicht brennen soll? Nein, da brennt nichts. Jetzt bilde ich mir das schon ein. Was, also es gibt irgendwie Stories über dieses Asylantenheim. Ja. Das Asylum. Und ich will das jetzt investigaten. Genau. Das ist dein Job. Das ist alles. Das ist dein Material. Sie kennen mich nicht. Was auf sie im Berg gewartet hat. Es muss aufgedeckt werden. Da bin ich aber auch seiner Meinung. Keine Waffen. Kamera. Und Batterie. 2 von 10. Nachtsichtgerät. Das hilft mir wahrscheinlich im Dunkeln. Ja, genau. Sieht ein bisschen aus wie bei Bowser. Dort findest du deine Notizen und gesammelten Dokumente. Ich habe keine Notizen. Dokumente habe ich schon. Der Informant. Also es steuert. Oh. Er ist zu dick, wollte ich gerade denken. Wolltest du gerade denken? Wie kann ich denn meine Kamera zücken? Nee, ja. Jetzt hast du, glaube ich, gerade brennen. Nimmt er jetzt auch auf? Ja. Hier sehen wir die Inneneinrichtung des Wärterhäuschens und ein paar Notizen. Und da lärmt jemand. Das ist mein Schatten. Hab ich vor deinem Schatten erschrocken. Aber der geht ein bisschen komisch. Aber ich bin ein ziemlich dicker Typ. Können wir gar nichts hier. Die Boys. Drücke, um eine Tür schnell zu öffnen. Bewege dich vorsichtig oder vorwärts oder rückwärts. Wenn du gedrückt hast. Das ist gar nicht die Tür, ne? Doch. Ich mache natürlich den langsamen Entrance.
Das hat er gerade geschrieben. Ja. Er schreibt genauso schnell wie Jonathan Drake. Wie heißt er? Nathan. Mir wurde schon schlecht, als ich mir diesen Ort nur anschaue. Skandal wurde geschlossen und 2009 wieder eröffnet. Ein Störsender. Ausbeuterischer Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Okay, mache ich die wieder weg? Auch. Ja. Auch natürlich auch, ja. Kann ich laufen? Ich glaube schon. Ich kann kriechen, springen, aber nicht schnell laufen. Vielleicht, wenn du das linke Stick reinholst? Nee, habe ich auch schon probiert. Soll ich den Boden-Eingang nehmen? Ah. Hallo? Abgeschlossen. Woher weißt du denn, wo der Boden-Eingang ist? Immer an der Seite. Offenbar habe ich nicht unendlich viel Power. Das ist so ziemlich, also das ist ein sehr realistisches Spiel. Ja? Ja, naja, du kannst halt nicht unendlich rennen, du hast nicht unendlich Batterie in deinem Camcorder, du ein normaler Mensch und haust nicht alles kaputt. Was bringt mir denn der Camcorder? Also warum muss ich mit Batterien sparsam sein? Vielleicht damit den Monstern beikommen? Wegen des Nachtsichtmodus. Achso. Weil es so dunkel hier drin ist. Ding dong. Hallo. Ich kann ein Interview mit Ihnen führen. Nicht. Auch die linke Tür geht nicht. Ist es so auf Psycho und Terror nicht wird verfolgt oder ist es auf Schockeffekte? Soll ich es dir sagen? Ja. Beides. Scheiße, ich hasse Schockeffekte. Also mit dem anderen kann ich ganz gut umgehen. Das ist ja erstmal noch ein Tutorial. Ich glaube, es war keine gute Idee, dieses Spiel anzufangen. Mit was? Ach, mit hier so. Ja. Ja, tatsächlich, ich habe meine Batterie verbraucht. Schwer. Warum soll ich jetzt zoomen? Gibt es irgendeinen Grund dafür? Wir sehen das so um das Fenster. Aber er hat keinen Eintrag hinzu. Das macht er Gott sei Dank auch nicht so oft. Da geht Licht an und aus. Ich bin aber eigentlich, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Camcorder an sich verbraucht keine Batterie, sondern nur das Nachtsicht. Ah. Aber ich bin mir nicht 100%. Das wäre sehr gut bei der verschwenderischen Art von mir. Der Journalist ist aber auch ziemlich determined. Also wenn ich hier ankommen würde und es wäre alles zu, dann wäre nur so ein eingerissenes Loch im Zaum. Dann würde ich, glaube ich, nicht da durchmarschieren und weitergehen. Naja, er hat das Gefühl, dass da die Story seines Lebens drin steckt. Und vielleicht auch irgendwie, dass er Unschuldigen helfen kann, wenn da irgendwie kranke Scheiße abgeht. Andererseits könnte er natürlich auch mal die Polizei anrufen, wenn er schon solche Informationen hat. Noch hat er nicht wirklich irgendwelche Informationen. Das ist ja voll das Jump'n'Run hier. Das ist auch wie Jonathan Drake. Ja. Mhm. Ja, guck mal, dafür habe ich gesucht. Drück R3. Nachts. Modus? Ja. It's blood! Well figured out, Barry. Ein Schacht. Ja, aber wie kann es denn hier drin so dunkel sein, wenn draußen Licht ist? Das ist überhaupt nicht möglich.
Hallo. Und die töten mich wie in normalen Spielen, indem sie mich angreifen und hacken. Mit ihrem Clown, oder was? Ich weiß nicht, von wem du sprichst. Von den fiesen Horrorviechern, die mich hier gleich attackieren, weil sie hinter dem Vorhang stecken. Ich brauche den Schreck weg, 0815. Huch! Nur weil ich auf den Tisch gestiegen bin. Das gehört sich auch einfach mal nicht. Kann ich einfach auf den Tisch steigen? Wer hätte das denn beigebracht? Also es geht wirklich darum, wegzulaufen und nicht dich irgendwie zu besiegen. Soweit ich weiß, ja. Ist immer unglücklich, wenn du dich töten kannst, ne? Ja. Besser ist das. Geheimnis ist, sich auf die Atmosphäre einzugehen. Das mache ich gut. Vorstellen, was du machen würdest, wenn du wirklich da wärst. Was würdest du jetzt tun? Auf jeden Fall spät. Also ich wäre eigentlich schon bei diesem ganzen Blut weggegangen. Aber vor allem, wenn ich schon mal solche Videospiele gespielt habe. There's something here. Nein. Documents. Project Wallrider. Krankenbericht von William Hope. Patienteninitialen WPH Billy. 19 Jahre alt. Männlich. Dr. Carl Houston hat ihn behandelt. In selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Das ist alles nur ein Traum? Fahren fort mit Stufe 4 Hormon. Lachen in N-REM-Phase. Hämatokit-Zentrifizierung. Viel Scheiße. Blutträumen. Okay. Es gibt uns zumindest schon mal einen Anhaltspunkt. Welchen? Dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Spätestens jetzt ist es klar. Wenn ihr von Blutträumen. Musst du das immer so laut zumachen? Das ist ja, es geht ja nicht anders. Nee, auf Toilette. Na, da ist ja jemand drin. Ein Schacht. Ein Schacht ist ja laut mit Tür und Wänden. Ach, ich hab die ganze Zeit mal die Kamera. Macht ja nichts, ne? Nein, die macht das nicht. Sieht halt ein bisschen hässlicher aus. Gehst du echt nicht auf Klo? Nee, ich hab doch, mir wurde doch gesagt, ich soll mich verstecken, oder nicht? Ich kann mich jetzt natürlich jeder Freak in 30 cm Entfernung hören. Ein Mensch? Es gibt ja auch Menschen. Das ist eine Nervenheil im Stall. Ach ja. Erstmal die Kamera ausschalten. Okay. Warum kriege ich jetzt kein neues Dokument darüber, dass hier irgendjemand irgendeinen neuen Eintrag oder was? Ich hatte gerade andere Sachen zu tun, als zu schreiben. Wer war das? Boah, er hängt im Licht. Sieht so besser aus. They killed us. They got out. The variants. You can't fight them.
Du hörst dem sterbenden Mann nicht mal bis zum Ende zu. Ja, ich muss den Haupteingang erreichen, Herr Officer. Aber von da komme ich doch, oder nicht? Ja, hau mal ab. Nein, da war noch zu, du bist wie die Seite geklettert. Aber was soll ich denn im Haupteingang? Draußen vielleicht. Ich habe keine Batterien mehr, das Spiel ist vorbei. Das ist ganz interessant, das Spiel. Er hat mich erwischt, der junge Mann. Du spielst ganz anders als du sonst. And who are you then? Wie denn? Also wieso? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Hat er auch Batterien, der Typ? Neues Ziel. Fliehe aus der Nervenheiland. Der hat seinen Kopf verloren. Mit dem Paddel wahrscheinlich alle. Ja, das ist nachdem Zombie-Judah gespielt hat. Ja. Nachdem wir da Zombie-U gespielt haben. Hallo? Was ist denn jetzt passiert? Bist du da hochgehüpft? Ja, nee, nicht selber. Das hat er von alleine. Das hat mich jetzt auch ein bisschen erschreckt. Tut mir leid. So. Ah, wieder etwas näher an 100%. Ach nee, nicht zoomen. Müssen wir eigentlich Videopause machen oder so? Ja, irgendwann schon. Ja, jetzt gleich. Wir lesen noch dieses Dokument. Vollziehungsbefehl. Eigenständige Erklärungen wurden von dem Blatt. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gewalt von Umweltschäden. Gut. Ja. So ist es hier bei Murkoff, bei der Murkoff Corporation. Ein erster Blick auf Outlast. Ich verstecke mich kurz hinter diesem Tresen und warte. Kann ich diesen Knopf drücken? Das ist kein Knopf. Ein Computer. Ja. Also sind es doch Knöpfe. Ja. Alles richtig, was du sagst. Ja, und im nächsten Video geht's weiter. Wie ist dein erster Eindruck? Weiß ich noch nicht. Okay. Weiß ich erst beim zweiten. Okay.